Herzlich willkommen bei Kammerjägerprofi, mein Name ist Manni. Ja, es geht heute um den asiatischen Marienkäfer, der sich die letzten Jahre oder fast schon 10 Jahre in Deutschland ganz massiv durchgesetzt hat. Der ist mittlerweile auch eine Gefahr für unseren einheimischen Marienkäfer, denn der asiatische ernährt sich ausschließlich von Blattläusen und frisst auch zum Teil die Larven von unseren einheimischen Marienkäfer. Ja, der asiatische Marienkäfer ist eigentlich angedacht gewesen für eine biologische Schädlingsbekämpfung, vor allem im Süden in diesen Gewächshäusern, denn wir beziehen ja sehr viel von Früchte, Obst aus dem Süden und von daher ist dieser Käfer künstlich, ja, hat man im Prinzip gezüchtet für die biologische Schädlingsbekämpfung. Und natürlich, der Käfer hat sich natürlich über die warmen Winde auch nach Deutschland tragen lassen. Erstmal so vor 10, 12 Jahren ist er das erste Mal so richtig aufgetaucht, mit Sicherheit auch schon früher, ist aber dann eher nur vereinzelt, wo es nicht so groß aufgefallen ist. Ja, und dementsprechend hat er sich natürlich vermehrt und stellt natürlich nicht nur für den einheimischen Marienkäfer eine große Gefahr dar, sondern auch für andere Tiere. Und das wirst du nicht glauben, was dir die Steffi gleich erzählt. An alle Tierliebhaber, passt auf, wenn ihr mit eurem Hund spazieren geht, denn diese asiatischen Marienkäfer können sich an dem Gaumen eures Haustieres festkleben. Das ist so schmerzhaft, dass dein Hund nur drunter leidet und die pappen sich da wirklich fest. Wenn ihr sowas beobachtet, sofort den nächsten Tierarzt aufsuchen, dass er euch helfen kann, diese loszuwerden. Also nicht nur eure Haustiere, Hund oder Katze, auf Zecken kontrollieren, sondern ab heute auch unbedingt auf die Marienkäfer. Wie gesagt, es ist wirklich sehr schmerzhaft und jeder, der ein Haustier hat, weiß, dass er sein Tier nicht leiden lassen will. Bitte kontrolliert es regelmäßig, nach jedem Spaziergang, wenn er draußen im Garten ist oder die Katze, die dann am Abend zum Fressen nach Hause kommt. Immer bitte kontrollieren und besonders den Gaumen, weil da bleiben sie kleben. Ja, ihr habt noch Fragen dazu? Dann schreibt uns entweder einen Kommentar oder kontaktiert uns über unseren WhatsApp-Messenger. Wir helfen euch gerne weiter. Und was noch ganz, ganz wichtig ist, gerade oft an manchen Gebäuden oder manchen Hausmauern letzten Endes, oder vor allem, du machst das Fenster auf, die sitzen in den ganzen Fensterrahmen drinnen, diesen Lüftungsschlitze drinnen, kommen so auch immer wieder mal ins Haus rein oder sie wärmen sich auf gut Deutsch den Hintern an der Hausmauer, weil natürlich die Wärme, die Mauer noch die Wärme abstrahlt und das ist natürlich für die gut. Meistens oft auch bei den Dächern oder an Isolierungen, wo sie zum Teil auch überwintern und im Frühjahr, sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, sind sie wieder aktiv. Achte daran, bitte, du kannst die ganz einfach beseitigen, nimm einen Staubsauger und saug sie weg. Und dann ist es tatsächlich so, in diesem Falle, anders wie bei Spinnen, wäre es gut, wenn du tatsächlich dann den Beutel dann hernach entsorgst in der Mülltonne. Ja, falls du dazu Fragen hast, melde dich über unseren WhatsApp-Support oder Facebook-Messenger. Wir freuen uns, von dir zu hören. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schon wieder die von Kammerjäger-Profi. Hilfe!